Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video schauen wir uns nochmal den Transfermarkt an. Heute geht es besonders um die angebotenen Spieler, denn wir haben viele Spieler im Angebot, die bereits ein Gebot haben, die also sicher verkauft werden. Des Weiteren geht es um andere OFM-YouTuber und die werden wir uns heute also auch mal anschauen. Einer von den beiden ist auch noch aktiv. Und das ist natürlich sehr interessant für die Leute, die sagen, ich möchte gerne noch mehr OFM-Videos sehen. Die können dann gerne mal bei ihm vorbeischauen. So, jetzt kommen wir erstmal zu den angebotenen Spielern auf dem Transfermarkt. Das ist aktuell für uns sehr wichtig und interessant, denn wir müssen natürlich Platz schaffen für die neue Saison. Erstens Platz, damit wir unser Stammteam verbessern können. Also ich bin aktuell einige Stammspieler am Verkaufen. Zweitens, und ich weiß auch nicht, ob ich das jedes Mal zeige, zweitens, wir brauchen natürlich auch Platz für die Trading-Spieler. Das ist jetzt nicht mehr so wild. Wir haben noch 4 Trading-Spieler und 3 davon werden jetzt schon sicher verkauft werden. Also wir haben wirklich Platz, um unser Vorhaben 1 Milliarde Euro in 5 Saisons umsetzen zu können. Sehr schön. Ihr seht das hier auch schon. Wir haben also 3 Gebote auf Stammspieler. Das sind 3 30 16er und die werden zu sehr fairen Preisen verkauft. Faire Preise, das klingt so, als wäre ich ein Ehrenmann und der sagen würde, jo komm, ich mache den fairen Preis, kannst du haben, wunderbar. Nein, ich habe es natürlich teurer versucht, das habt ihr auch alle mitbekommen. Man versucht natürlich erstmal die Spieler teurer an den Mann zu bringen. Dann bin ich jetzt im Preis runtergegangen, denn wie gesagt, ich möchte die Spieler ganz gerne verkaufen, damit wir unser Team dann auch nächste Saison verstärken können. Und dann jetzt den 25. Spieltag, also bin ich so ein bisschen im Preis runtergegangen. Wie schlimm ist die Lage jetzt? Der Spieler ist für 55 Millionen Euro gekommen und wechselt jetzt für 64 Millionen Euro. Also ungefähr plus 5 Millionen Euro minus Kosten, ja, ist in Ordnung, denn es ist halt ein Stammspieler und hätten wir jetzt hier einen 36 Jahre alten Spieler gekauft, hätten wir natürlich nur Geld zahlen müssen und in dem Fall geht das halt wirklich in Ordnung. Wir machen noch ein klein wenig Gewinn minus die Kosten. Das ist für einen Stammspieler wirklich eine gute Aktion. Also in der ersten Liga muss man das erstmal schaffen, für Stammspieler quasi kein Geld auszugeben. Und in dem Fall haben wir das wirklich gut gemacht. Es hätte besser klappen können, aber es ist immer noch vollkommen in Ordnung. Also der kam für 55, wird jetzt für 64 verkauft, minus Gebühren, vollkommen in Ordnung. Ähnlich sieht es bei dem LM aus, dort vielleicht nicht ganz so rosig. Der kam für 50, wechselt jetzt für 60, doch, das ist eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Ja, wunderbar. Der ZM, ich glaube, der war jetzt nicht ganz so rosig, mal kurz gucken. Der kam für 62,5, wechselt jetzt für 70, doch, das ist alles so im gleichen Bereich. Also plus minus null für Stammspieler, wenn wir jetzt noch die Kosten dabei buttern. Also Gehalt, Trainingstage, vielleicht noch ein bisschen für die Abschlussrentlies. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht haben wir auch ein paar Euro gezahlt, aber das ist jetzt nichts Wildes. Das haben wir wirklich gut gemacht. Wir haben in der ersten Liga ein Stammteam gehabt und haben quasi nichts gezahlt. Das halten wir jetzt einfach so fest. Das ist jetzt Geschichte und ich bin damit zufrieden. Mit einem Spieler konnten wir ja auch Gewinn machen. Das war der RM, den wir mittlerweile längst verkauft haben. Den schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Der ist vor einiger Zeit gewechselt. Hier ist er. Der ist dann für 70 gewechselt. Der war ein bisschen besser als die anderen Spieler und ist auch für 50 gekommen. Also war nochmal 10 Millionen Euro besser als der LM. Ja, da machen wir also jetzt einen Haken hinter. Der MS hat mittlerweile auch einen Beobachter. Mit dem würden wir ein bisschen Verlust machen. Wäre auch vollkommen in Ordnung für die MS-Position. Natürlich nicht so gut wie erhofft, denn wir haben uns schon die 150 Millionen Euro quasi im Verkauf erhofft, minus die Gebühren. Jetzt würden es noch die 240 werden. Ich glaube, ich habe gerade 150 gesagt. Ja, und das war's soweit. Auch der Torwart hat einen Beobachter und der LM auch. Die können gerne auch noch wechseln, dann haben wir halt noch mehr Platz. Was sagen die anderen Spieler? Wir haben jetzt hier auch noch einen 23-11er Torhüter. Das ist einer der 3 Trading-Spieler, die ich aktuell im Verkaufen bin. Der würde jetzt noch für 70 verkauft werden und wir würden keinen Gewinn mit diesem Spieler machen. Wir hätten höchstens ein paar Euro mehr jetzt hier im Verkauf, um noch die Kosten zu decken. Also das ist definitiv ein Plus-Minus-Null-Spieler. Wenn wir jetzt nicht noch Glück haben und da bietet noch ein zweiter drauf, werden wir also mit diesem Spieler mal keinen Gewinn machen. Können wir mit leben, ist aber natürlich bitter. Man hatte Aufwand, man hat sich diesen Spieler damals rausgesucht, man hat ihn gefördert und so weiter. Und am Ende bekommt man nichts dafür. Ärgerlich, aber ich kann damit leben. Ähnlich sieht es dann mit diesen beiden hier aus, mit den beiden 22 Zehnern. Ja, da werden wir auch nicht groß Gewinn mitmachen, vielleicht 1 Million Euro mit jedem Spieler verdienen. Das ist jetzt nicht so rosig, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber insgesamt ist die Saison immer noch sehr gut.
durch die 18-7er, die wir Anfang der Saison verkauft haben. Ich weiß, die habe ich jetzt schon zu Genüge thematisiert, aber die waren halt auch wirklich gut und die retten uns diese Saison wirklich mal den Hintern. Ja, wie gesagt, ansonsten haben wir hier noch ein paar Spieler, die gerne auch noch ein Angebot bekommen dürfen. Aber eigentlich bin ich zufrieden. Komischerweise haben wir vier Käufe aus Mexiko, also eigentlich sind es nur zwei, aber vier Spielerwechsel nach Mexiko. Ja, wenn ihr auch in Mexiko spielt, bietet gerne auf meine Spieler, das scheint irgendwie gut zu funktionieren. Also soweit zu den Angeboten, ich bin sehr zufrieden. Jetzt schauen wir mal auf den Transfermarkt und werden heute auch darauf reagieren. Wir verkaufen einige Stammspieler, also müssen wir heute eigentlich auch schon einkaufen. Ein Glück haben wir keinen Druck mehr in dieser Saison und den Klassenerhalt eigentlich auch schon, gerade durch den heutigen Sieg, fast sicher. Deswegen haben wir jetzt keinen Ultradruck im Einkaufen. Trotzdem werden wir heute mal nachschauen, ob wir ein LM, ein DM und ein ZM finden können. Also, das wird das Erste sein, was wir heute machen. Gleich werden wir uns dann auch noch das Trading anschauen. Keine Sorge. Da steht also auch noch auf dem Programm. Aber jetzt schauen wir erstmal nach, ob wir ein LM, ein DM und ein ZM finden. LM, DM, ZM. Was könnte man da jetzt machen? Übergangsspieler, irgendwie 35, 14er oder halt wirklich Spieler, die nächste Saison schon spielen können. Das wären wir eigentlich deutlich lieber, aber Übergangsspieler wären auch okay. Wie sähe so ein Übergangsspieler aus? Den würden wir uns halt jetzt kaufen. 35 Jahre Stärke 14 und am ersten oder zweiten Spieltag der nächsten Saison mit plus minus 0 hoffentlich wieder verkaufen. Ja, das wäre quasi so die Notlösung. Könnte gut sein, dass das dann auch das sein wird, was wir machen müssen, wenn wir jetzt hier keine guten Spieler finden sollten. So, wir haben eigentlich alles richtig eingestellt und wir schauen mal. Ich glaube, wir machen mal noch hier Gebote bis 25% unter Marktwert. Denn wir wollen natürlich ein Schnäppchen ergattern. Wir haben jetzt den Luxus und Zeit zum Einkaufen. Das hat nicht jeder und das wollen wir nutzen, indem wir uns jetzt erstmal die Schnäppchen raussuchen. Vielleicht finden wir hier was. Mal schauen. Null Treffer. Das ist ein bisschen weniger, als ich dachte. Und jetzt können wir vielleicht mal noch die 16er dabei packen. Jo, eigentlich ungerne. Jetzt müssen wir wohl dann doch bis Marktwert gehen. Hier mal ein bisschen durchschauen. Ich würde ja ganz gerne 18er kaufen. Wir haben aktuell hier einen 18er im defensiven Mittelfeld, etwas unter Marktwert. Wenn er jetzt schon fast 19 hat, würde ich den fast schon kaufen. Ansonsten ist er uninteressant. 1055 AWP. Ja, das ist viel zu viel. Also der ist dann doch uninteressant. Mit Stärke 18 zwar ganz gut, aber die Saison ist schon fast rum und deswegen gilt logischerweise der Marktwert nicht mehr. Dann müsste man sich eher am Marktwert eines 35-jährigen 18ers orientieren. Und ja, das ist dann hier wirklich schon ziemlich teuer. Auf der ZM-Position haben wir gleich zwei Angebote. Die scheinen beide auch noch von Stärke 18 entfernt zu sein. Zumindest haben beide ähnliche AWP-Werte. Und ja, die sind von Stärke 18 wirklich noch weit entfernt. Ich glaube, heute werden wir hier nichts finden. 8 Millionen Euro für einen 35-17er, der bald schon 36 wird, ist eigentlich auch zu viel. 7,5 könnte man hier machen. Das ist natürlich auch noch immer sehr viel. Oder für 4,2 und 35-16er. Gefällt mir alles überhaupt nicht. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, ob wir jetzt schon diese Notlösung uns zulegen für höhere Stadioneinnahmen etc. Oder ob wir damit noch warten. Mal schauen, gegen wen wir so in der Liga spielen. Das ist morgen noch okay. Morgen spielt ja noch meine Truppe. Dann geht es gegen den Tabellenersten. Und dann geht es hier gegen den Tabellen 13. Er wird wahrscheinlich ein bisschen besser gegen mich spielen als aktuell. Also sagen wir mal so. Eigentlich haben wir wirklich überhaupt keinen Druck. Wir können ja mal schauen, ob es ultra günstige 35, 13er bis 15er gibt. Dann würden wir uns die wahrscheinlich zulegen. Aber allgemein können wir schon mal festhalten, wir haben keinen Druck und eigentlich gar nicht nötig, solche Spieler einzukaufen. Es gibt sehr günstige hier. Das ist schon mal ganz gut. Ja, die sind schon ganz günstig. Okay, der hat schon fast 16. Den könnte man jetzt eigentlich wirklich mal hier. Ja, da bieten wir mal drauf. Der ist wirklich in Ordnung. 3,3 wäre jetzt hier ein guter Preis. Plus minus 0 würden wir wahrscheinlich rausgehen. Ja, Höchstbietender. Okay, wunderbar. Was sagen die defensiven Mittelfeldspieler? Der könnte auch schon fast 16 haben. Ja, das sieht gut aus. Das war jetzt der obere, genau.
2,5 ist mir schon fast zu teuer. 2,5 für ein DM. Hier seht ihr auch mal, wie unterschiedlich die Positionen bewertet werden. Bei einem ZM sage ich bei 3 Millionen, jo, das machen wir. Bei einem DM sage ich bei 2,5 Millionen Euro, ist vielleicht doch ein bisschen teuer. Und dann haben wir hier noch ein LM, 35 Jahre Strecke 13, bei dem werden wir auch mitbieten, 120.000. Ich glaube, das tut uns nicht weh. Fast schon Strecke 14, okay, der wird wahrscheinlich in seiner Karriere leider nicht mehr Strecke 14 erreichen, der ist schon zu alt dafür. Also ist das irrelevant, dass er schon fast Strecke 14 hat, weil er es eh nicht mehr in seiner Karriere erreichen wird. Und wir bieten mal 220, also quasi nichts. Und wir sind auch nicht Höchstbietender, also haben wir quasi jetzt nicht viel da getan. Gut, jetzt kommen wir endlich zum Thema Trading. Wie weit sind wir jetzt hier mit dem Video? Mal schauen. Das Intro ist heute 10 Minuten 45. Ja, wunderbar. Also kommen wir zum Thema Trading. Und was haben wir hier heute in petto? Natürlich haben wir hier heute einen interessanten Wechsel für uns. Das wäre ein Spieler, den ich mir auch gut vorstellen könnte. Also einen 19,9er fördern aus einem 18,7er. In dem Fall hat er jetzt hier 40 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist schon fast wieder uninteressant. Denn so einen Spieler muss man wirklich extrem gut fördern. Bisher haben wir meistens von Spielern geredet, mit denen wir so ungefähr 20 Millionen Euro verdienen können. 10 Stück davon, insgesamt 200 Millionen Euro. Das war so das, was wir uns vorgestellt haben. Hier haben wir einen Spieler, mit dem man 40 Millionen Euro Gewinn machen kann. Ich sage trotzdem, dass es in dem Fall zu wenig ist. Warum? Diesen Spieler müsste man wirklich in den Sturm stellen, der müsste viele Tore schießen, der müsste sich extrem stark quasi verbessern im Verein von den RPP her, um die Aufwertung dann auch zu schaffen. Deswegen ist das eher uninteressant für uns. Man könnte natürlich jetzt darüber reden, wenn wir so einen Spieler beispielsweise für 35 Millionen Euro eingekauft bekommen. Ihr merkt schon, das klingt nicht gerade realistisch. Bei aktuell fallenden Preisen könnte das aber tatsächlich mal klappen. Deswegen kann man mal im Hinterkopf halten, vielleicht einen starken 18,7er Stürmer für sehr günstig zu kaufen und als 19,8er in dem Fall am 9. Spieltag zu verkaufen. Er würde quasi schon langsam auf Strecke 9 zugehen an diesem Tag dann. Ja, das könnte man sich vorstellen. Wir reden also quasi von einem 18,7er, der so am 27. Spieltag 18 Jahre Stärke 8 erreicht, vielleicht schon am 18. Spieltag und den wir dann am 0. Spieltag verkaufen würden als 19,8er. Das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, das hätten wir soweit besprochen. Ansonsten, ich habe hier schon mal durchgeschaut, sind keine interessanten Deals für mich dabei. Aber jetzt gehen wir nochmal auf euer Trading ein. Ich habe ja gesagt, wir werden auch schauen, dass wir ein Trading für euch finden. Und genau das werden wir also heute nochmal machen. Wir haben schon über diese Spieler mit Stärke 3 und Stärke 4 geredet. Und das werden wir uns heute nochmal etwas genauer anschauen. Also, dass ich wirklich sage, ein Trading für den kleinen Geldbeutel, mit dem man Gewinn machen kann. Und das werden wir also jetzt nochmal versuchen. Wir haben hier also 17 Dreier und dort wollen wir uns jetzt die Preise mal anschauen. Und ich zeige euch jetzt mal interessante Einkaufsspieltage. Denn man versucht logischerweise beim Einkaufen einen Zeitpunkt zu finden, zu dem man quasi noch alle Trainingslager und Turniere machen kann, wenn man alle Trainingslager und Turniere machen möchte. Und so ein Zeitpunkt wäre beispielsweise der 18. Spieltag. Spieler, die man am 18. Spieltag einkauft, die können in der Regel noch alle Trainingslager und Turniere bei euch im Verein machen. Und deswegen ist der 18. Spieltag ein sehr interessanter Spieltag zum Einkaufen. Bei den 17 Dreiern erkennen die jetzt hier schon 2-Euro-Wechsel. Das ist natürlich für uns schon mal gut zu wissen. Jetzt schauen wir auch mal bei den 17 Vierern rein, ob wir da auch 2-Euro-Wechsel sehen. Was man jetzt hier machen muss, ist wirklich schon mal gleich die unwichtigen Positionen ausblenden. Man muss quasi so einen Blick dafür entwickeln. Welche Spieler sind jetzt oder so wertlos? Die Außenstürmer interessieren uns oder so nicht, die Liberos interessieren uns oder so nicht, die Mittelstürmer interessieren uns so oder so nicht. Ja, die DMs auch nicht. Also ab hier kämen dann die ersten interessanten Spielervorschläge, interessieren uns auch nicht. Das wären so die ersten interessanten Spieler hier. Außenverteidiger am 18. Spieltag für 150.000, 17 Jahre Stärke 4. 17 Jahre Stärke 4, Außenverteidiger. 18. Spieltag. Gut. Was kann man aus solchen Spielern jetzt machen? Genau das könnt ihr euch dann selber ausrechnen.
Und ihr müsst das natürlich euren Förderungsmöglichkeiten anpassen. Das werden wir jetzt einfach mal durchsprechen, wie das jetzt beispielsweise aussehen könnte. Das müsst ihr aber selber auf euren Verein anpassen. Ihr werdet jetzt merken, wie das funktioniert, aber ihr müsst natürlich selber eure Werte nachschauen und erörtern. So, hier haben wir so ein 17-4er Rohling mit den typischen 17-4er Werten. Das ist wunderbar. Hieran könnt ihr mal ein bisschen austesten. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ihr hättet beide diese Spieler gekauft. 18. Spieltag, zwei Außenverteidiger, insgesamt für 350.000 Euro gekauft. Ein bisschen weniger in dem Fall sogar unter 300.000. Also unter 300.000 Euro hättet ihr zwei 17-4er bekommen, zusammengerechnet. Okay, und jetzt überlegt ihr euch, was machen wir damit? Beispielsweise, ihr fördert die bis zum 0. Spieltag, so wie ich das mit meinen Spielern mache. Dann blättert ihr jetzt hier auf den erweiterten AWP-Rechner, müsst euch vorher noch so eine Wasserwerbung anschauen. In der Zeit könnt ihr aufs Klo gehen und dann fangt ihr an. So, jetzt eure Werte sind, glaube ich, in der Landesliga 45 EP und 150 TP. Ja, ihr wisst das besser als ich. Ich habe schon ewig nicht mehr in der Landesliga gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Keine Ahnung, wie da die Werte waren damals. Okay, also 180 EP wären das, wenn ihr alle vier Lager bis zur neuen Saison macht. Und dann haben wir natürlich auch noch die Trainingslager neben den Turnieren. Die Trainingslager sind so eine Sache. Die sind eigentlich nicht so wichtig. Die braucht man aber häufig, damit die Aufwertung funktioniert. Deswegen rechnen wir auch einfach mal alle Trainingslager ein. Und das sind dann 600 Punkte. Das ist das, was ihr tun könnt ohne Ligaspiele, ohne Tagestraining und ohne Daily Login-Bonus. Also quasi mit null Aufwand nebenher. Was passiert mit dem Spieler? Er bekommt die Aufwertung auf Stärke 5. Option 1, nur Lager machen. Mal kurz gucken, ob ihr euch hier auch ein Lager sparen könnt, ob das dann immer noch funktioniert. Funktioniert immer noch. Spart ihr euch zwei Lager? Funktioniert es immer noch? Spart ihr euch drei Lager? Funktioniert es immer noch? Jetzt bin ich aber überrascht. Also das ist aber jetzt schon hier, jetzt wird es grenzwertig hier. So, jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Okay, also ein Lager hier braucht man offensichtlich auch. Vielleicht habt ihr auch einen schlechteren bekommen, dann müsst ihr natürlich auf die Werte hier eingehen. Beispielsweise so jemand, der als 17-3er kam. Aber wir gehen wirklich von so einem soliden Rolling aus. So, wunderbar. Das habt ihr jetzt also gemacht. Wir können ja auch mal ganz kurz schauen, ob die hier als 17-4er aus der Jugend kamen. Ne, der kam als 17-3er. Und der auch. Sind wir jetzt nochmal auf den gleichen gegangen? Inspektor Columbo sagt nein. Okay, das ist schon mal blöd. Also sagen wir, ihr müsstet ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, so ein Spiel, den ich da gerade habe. Okay, werden wir gleich noch darauf reagieren. Wir bleiben erst nochmal unsere Rechnung für so einen, der als 17-4er aus der Jugend kam. Dann wird jetzt nicht durcheinander kommen. Und jetzt schaut ihr auf dem Transfermarkt nach. 18-5er am 0. Spieltag. Ihr hättet also einen 17-4er eingekauft und schaut jetzt 18-5er am 0. Spieltag nach. Das ist das, was ihr machen könnt. Nur durch Lager, der Spieler würde nebenbei laufen. 0. Spieltag, 18-5er, ihr hättet zwei Stück für 300.000 Euro gekauft. So, 0. Spieltag. Der günstigste Spieler wechselte für 1 Million Euro. Das klingt verdammt gut, oder? Ihr habt zwei Spieler für 300.000 Euro bekommen, habt ein paar Lager gemacht. Die Lager konnten auch eure Stammspieler quasi machen. Wunderbar. Und ihr könnt diese Spieler für 1 Million Euro verkaufen. Davon ziehen wir jetzt nochmal 10% ab. 900.000 Euro. Wir schauen sicherheitshalber aber alle Spieltage bis zum 9. Spieltag an und suchen uns dort den günstigsten. 380.000. Oho, das ist schon mal nicht gut. Wahrscheinlich auch ein Spieler, der als 17-3er aus der Jugend kam. Genau. Das sind immer die Schwächsten, weil die immer die schlechtesten EP-Werte haben. 1,4, 300.000. Ja, wieder ein schlechter Spieler dabei gewesen. 500.000, 1 Million. Okay. Starker Spieltag, 400.000 und 200.000. Ja, jetzt überlegt ihr so. Okay, wir hatten krasse Ausreißer dabei. In dem Fall wären es auch Spieler gewesen, die als 17-3er aus der Jugend gekommen sind. Das wären dann wahrscheinlich auch hier die sehr günstigen gewesen. Das lohnt sich schon mal nicht. Ja, weil ihr habt halt diese krassen Ausreißer und ihr müsst halt damit rechnen, dass eure Spieler auch diese Ausreißer werden, wenn die als 17-3er aus der Jugend kamen.
Wenn ihr jetzt wirklich einen findet, der als 17-4er aus der Jugend kam und für so einen Preis, dann wisst ihr, dann müsst ihr zuschlagen. Also wenn ihr wirklich einen Spieler findet, den ihr so mit 800 AWP einkaufen könnt, könnt ihr euch jetzt gerne auch mal aufschreiben, 17-4er mit über 800 AWP, mit über 800 Erfahrungspunkten sind gute 17-4er. 17-4er mit unter 800 Erfahrungspunkten kamen meistens als 17-3er aus der Jugend und sind scheiße. So kann man sich einfach mal festhalten. Und wenn ihr beispielsweise so einen 17-4er gekauft hättet, dann landet ihr wahrscheinlich hier so bei 800.000 Euro. Und wenn ihr so einen gekauft hättet, der zwei 17 Jahre Stecker 4 hat, aber als 17-3er aus der Jugend kam, dann landet ihr eher hier unten und verdient gar nichts mehr. Gut, das hätten wir schon mal besprochen. Also suchen wir hier mal den ersten Spieler, der als 17-4er aus der Jugend kam. Das wäre dieser RM hier gewesen. Der kam auch wirklich als 17-4er aus der Jugend. Vielleicht wäre das ja eine Tradingsmöglichkeit. Schauen wir hier mal nach bei dem RM. Und wir packen beim RM immer mal noch den LM dabei, damit wir ein paar mehr ähnliche Transfers haben und etwas mehr Übersicht haben. So, jetzt schauen wir hier nochmal nach, ob das jetzt hier auch die sind, die als 17-3er aus der Jugend kamen. Genau, so ist es. Wieder mal hier die günstigsten Spieler, auch die schlechtesten. Das passt soweit. Sehr gut. Und mal schauen, ob das jetzt der erste ist, der als 17-4er aus der Jugend kam. Sogar als 18-5er, okay. Der ist tendenziell sogar besser als eurer Spieler. Und hier 500.000 Euro. Das ist auch schon wieder mal, da läuten alle Alarmglocken. Da läuten sämtliche Alarmglocken. Wie viel habt ihr ausgegeben? 350.000 Euro, würde ich schon fast sagen, kann man auch wieder vergessen. Als 17-3er, okay, doch. In dem Fall seht ihr sogar einen Transfer, bei dem das sehr gut funktioniert hat. Und der kam als 17-3er. Das ist ein besonderer Transfer. Wahrscheinlich auch viel Glück beim Verkauf gehabt. Ist aber kein schöner Markt. Also das ist eher ein Markt, den ich euch nicht empfehlen kann. Jetzt machen wir mal eine weitere Rechnung und arbeiten mal mit diesem RM weiter, weil das bis jetzt der beste Spieler ist, den wir gefunden haben. Die beiden Linksverteidiger vergessen wir. Den Grund habe ich euch jetzt schon mehrfach gesagt. Ich hoffe, das habt ihr jetzt soweit verstanden, warum die uninteressant sind. Ich zeige es nur mal visuell und dann wisst ihr es selber, warum die uninteressant sind. Genau. Also kommen wir nochmal hier zu dem RM. Was könnte man noch aus dem RM machen? Man könnte natürlich hier nochmal den AWP-Rechner aufklappen. Den haben wir auch noch ausgeklappt, glaube ich. Und die Rechnung mal ein bisschen verändern. Also dann doch alle Lager machen und den Spieler vielleicht sogar aufstellen. Was kann man jetzt machen? 17 Spieltage, 17 Spieltage. Hier tut sich nicht viel, weil er alle Lager durchballert. Und hier beispielsweise die Liga-EP 6 Stück und die Freundschaft-EP 3 Stück, also 9 am Tag. Den Daily-Login-Bonus unterschlagen wir einfach mal. So, die Zweikämpfe haben wir beispielsweise jetzt auch unterschlagen. Das passt soweit. Also, ja, auf Stärke 6 kommt ihr nicht. Das könnt ihr knicken. Stärke 6 könnt ihr also vergessen. Was passiert jetzt aber, wenn ihr ein Doppellager-Trading macht? Also in der Folgesaison vom 0. bis zum 9. Spieltag wieder ordentlich Lager durchballert, beispielsweise zweimal hier und dreimal noch hier oder sagen wir sogar mal viermal noch hier, sind wir bei 360. Würde das denn jetzt zeitlich gehen? Ich glaube, ich ziehe jetzt hier mal lieber wieder eins ab. 315. Also in der Folgesaison ballert ihr nochmal ordentlich die Lager da drauf, dann habt ihr natürlich hier auch nochmal 9 Tage mehr. Und schaut dann, dass ihr die Aufwertung auf Stärke 6 hinbekommt. Was passiert jetzt? Die Aufwertung auf Stärke 6 wird schwierig. Was kann man hier noch machen? Man könnte natürlich wirklich versuchen, noch ein Turnier mehr durchzuballern. Ansonsten kann man hier nicht mehr viel machen. Schwierig. Und ab dem 18. Spieltag lohnt es sich auch nicht. Okay, dann müsst ihr halt wirklich versuchen, noch ein Lager mehr zu machen. Ich würde sagen, den Plan verwerfen wir also somit auch mal. Und dann müsst ihr wirklich schon einen guten 17-4er einkaufen, der bereits ein Lager gemacht hat oder selber zusehen, dass ihr noch ein Lager mehr durchbekommt. Wir gehen also einfach mal gerade davon aus, dass das Ganze funktionieren würde. Beispielsweise wirklich ein Lager noch mehr durchbekommen, dass ihr die Aufwertung auf Stärke 6 hinbekommt. Nur mal hypothetisch. In dem Fall müsstet ihr also 17-4er suchen, die bei euch im Verein bis zum 9. Spieltag der Folgesaison die Aufwertung auf Stärke 6 hinbekommen. Zu 100%.
denn sonst könnt ihr dich wieder eh vergessen. Also in dem Fall hätten die jetzt einen 18-6er, den wir verkaufen könnten. Wie wir gesehen haben, das geht nicht mit allen 17-4ern. Ihr müsst 17-4er kaufen, die schon ein Lager haben oder wie gesagt, wirklich alle Lager durchbekommen bei euch. Und zwar ab dem 9. Spieltag werden wir uns jetzt wieder die Werte anschauen. Wir schauen uns jetzt die Werte vom 9. bis zum 18. Spieltag an und suchen hier den günstigsten. 1,5, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 4, 1,8, 1,5. Okay. Wir halten fest, wir könnten diesen Spieler für 350.000 Euro einkaufen. Alle Lager in der Einkaufssaison machen, alle Lager in der Verkaufssaison machen, diesen Spieler komplett spielen lassen und wir könnten ihn vielleicht für 1 Million Euro verkaufen. Wow, yeah, ich werde reich. Nein, natürlich nicht. Funktioniert auch nicht. Also dieser 17-4er-Markt, den wir uns anfangs noch so angeschaut haben und gesagt haben, jo, das könnte jetzt langsam interessant werden, ist eher so, nee, das ist scheiße. Schade. Also den 17-4er-Markt können wir heute schon mal ausschließen. Ich glaube, da haben wir heute schon mal wirklich viele Informationen gewonnen. Ihr habt einfach nochmal gesehen, wie das Ganze so zu handhaben ist. Ich zeige euch das einfach jetzt hier so, wie ich das mache. Und natürlich geht nicht immer alles gut. Ihr habt gerade beispielsweise gesehen, die Aufwertung auf Stärke 6 wird schwierig. Man muss also wirklich spezielle Spieler suchen und das muss wirklich alles wunderbar funktionieren. Schon mal ein Ausschlusskriterium, wenn das Ganze so knapp ist. Und das zweite Ausschlusskriterium haben wir ja hier gesehen. Es gibt einfach zu günstige 18-6er. Also welchen haben wir hier gefunden für 1 Million? Ja, das tut weh. Mal kurz gucken, was kam der als 17-5er aus der Jugend sogar gefährlich. Deswegen lassen wir das Ganze mit den 17-4ern und werden uns im nächsten Video mit einem neuen Plan beschäftigen. Im nächsten Video werden wir dann nochmal auf diesen 17-5er Plan eingehen, den ich euch ja auch mitgeteilt habe. Also ihr kauft euch beispielsweise einen richtig guten 17-5er. Dann werden wir das Ganze nochmal mit den korrigierten Trainingslager und Turnierwerten machen und dann wird das Ganze auch leichter funktionieren mit der Aufwertung auf Stärke 8. Und dann haben wir zumindest nochmal einen Plan, den ihr wirklich machen könnt, der wirklich gut ist meiner Meinung nach. Das werden wir uns also dann nochmal beim nächsten Mal anschauen. Und beispielsweise, was ich euch auch schon mal gesagt habe, beispielsweise am Teamspeak habe ich das einem gesagt. Ich habe es einem von euch gesagt. Krass, oder? Am Teamspeak. Das, was wir hier sehen, schauen wir uns nochmal mit Verteidigern an, also mit Innenverteidigern, weil damit könnte es noch ganz gut funktionieren. Also haben wir gleich zwei Tradings, die wir uns im nächsten Video anschauen werden. 17-4er Innenverteidiger auf 18-6er und das zweite wäre dann halt ein 17-5er MS einkaufen, den komplett spielen lassen in den Abschluss-Friendlies und in der Liga, bedingt auch im Sturm in der Liga und alle Lager machen und den dann als 18-8er verkaufen. Das wäre dann schon mal der Plan für das nächste Video. Sehr gut, jetzt kommen wir noch zu den beiden Videos, die ich hier oben mal habe und wir werden uns jetzt nur ein Video davon anschauen, weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten oder so. 27 und 45, ja wunderbar. Also wir werden uns nur das Video vom German Chris anschauen heute, ansonsten wird das Ganze heute glaube ich zu lang werden. Ja, was kann ich sagen? Er macht FIFA-Videos, er macht OFM-Videos und ich glaube, er hat auch noch ein paar andere Let's Plays auf seinem Kanal. Jedenfalls ist das scheinbar sein Hauptaugenmerk, Fußball. Und das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ende zu einer weiteren Folge. So, und von ganz von vorne natürlich. Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge YouTube Champions Cup hier auf dem Online-Fußballmanager.de. Wir schauen uns den 4. Spieltag an in der Gruppenphase. Und das ist auch so eine Sache, beim letzten Mal habe ich mich über die Musik in seinen Videos beschwert. Er ist komplett seiner Linie treu geblieben, finde ich sehr gut. Die zweite Sache, er hat eine sehr gute Audioqualität. Also da gehen auf jeden Fall schon mal Grüße raus, die ist wirklich sehr gut. Und ich habe im Allgemeinen schon eine relativ gute Audioqualität, aber das scheint bei ihm nochmal ein bisschen besser geworden zu sein. Also er hat mittlerweile eine bessere Audioqualität als ich. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, weil die Audioqualität interessiert wahrscheinlich nur 1% meiner Zuschauer. Nein, geht's. Ich mach das mal größer. So, Motor Breslau hat gespielt 3:0 gegen den SC Kroatien Berlin. Da schauen wir uns doch mal das Spiel, den Spielbericht. Also auf jeden Fall fallen da ordentlich viele Tore in seinem Fun Cup. Das läuft schon mal richtig gut. Schaut euch mal die Ergebnisse an. Aber darauf wird er jetzt wahrscheinlich auch nochmal eingehen. Gerne an, hier. Motor Breslau mit 57,9 zu 42,1% Ballbesitz. Man merkt es auch in den Chancen. 9:0 Chancen, das ist schon enorm. Und
Da geht es schon los in der vierten Spielminute mit einer gelben Karte für SC Kroatien Berlin. Dann in der sechsten Spielminute die erste Chance für Motor Prenzlau. Anton Elwood schießt den Ball übers Tor. So, dann geht's weiter, munter weiter, 14. Spielminute, die nächste Chance. Andreas Rollauer scheitert am Torhüter. 23. Spielminute, ebenfalls nochmal am Torhüter gescheitert, Andreas Rollauer. Und dann, kurz vor der Halbzeitpause in der 33. Spielminute, das 1:0 für Motor Prenzlau durch Johann Penger mit einem Schuss aus vollem Lauf. Und also bis zu diesem Tor gleichte dieses Spiel Hertha BSC gegen Paderborn. Denn genauso lief ja am Wochenende dieses Spiel ab. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, die Paderborner schießen immer aufs Tor und ja, seltenst geht mal ein Ball rein. Aber immerhin machen sie ein bisschen Laune und versuchen es wenigstens. Also Grüße gehen raus an alle Paderborn-Fans. Ihr versucht es wenigstens. Das kann man gut sehen und scheitert dann kläglich. Okay. Dann steht es hier in der Halbzeitpause 1:0 für Motor Prenzlau. Dann geht es in der zweiten Hälfte munter weiter in der 46. Spielminute gleich das 2:0 durch Anton Elwood mit einem Kopfball. Und dann ist schon quasi die Messe gelesen für Kroatien Berlin. Passiert eigentlich nur noch auf Seiten Motor Prenzlau was hier. In der 94. Spielminute Nachspielzeit dann das 3:0 und dann ist es auch schon vorbei. Motor Prenzlau gewinnt dieses Spiel, den vierten Spieltag, verdient mit 3:0. Und wir gehen zurück in die Übersicht. Dann haben wir die Wisper Buben, die haben gespielt gegen die Samba Tänzer. Die Wisper Buben, ja, der Titelverteidiger dieser dieser Runde hier jetzt. 6:0. Bei seinem Mikrofon übrigens ist der DSer ein bisschen am Verkacken. Ich hatte das bei meinem Mikrofon auch die letzten Videos extrem gemerkt, dass meine S's ein bisschen auf den Sack gehen. Ja, kann ich nicht ändern. Keine Ahnung, wie man das jetzt hier einstellt. Mein Mischpult ist ein bisschen kaputt und ich kann jetzt irgendwie den DSer nicht mehr aktivieren. Ja, manchmal stecke ich auch einfach nur so das Mikrofon ein. Also, ja, die S's sind da. Ist bei ihm scheinbar auch ein bisschen so, also scheint scheinbar ein typisches Problem zu sein für OFM-YouTuber. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an German Chris. Ich finde geil, seine Videos einfach geil und ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, außer auf seine Audioqualität scheinbar einzugehen. Fällt mir nichts ein. Finde ich auf jeden Fall cool, wie er es macht und wie er wirklich jeden Spielbericht vorstellt, wie er auf die Vereine eingeht. Also wenn ihr bei diesem Fun Cup teilnehmt, dann ist es sicherlich interessant. Ansonsten kann man sich die Videos aber auch ganz gut mal zwischendurch anschauen. Also schaut unbedingt bei ihm vorbei. Und die letzten 5 Minuten werde ich jetzt auch noch anschauen. Ich versuche mal etwas weniger zu stoppen und etwas weniger auf seine Audioqualität einzugehen. Konnten die Gewinne gegen die Samba-Tänzer. Dann haben wir in Gruppe B Rot-Weiß St. Petersburg gegen die SV Werder Ultras und die SV Werder Ultras unterliege mit 1:0. Dann in Gruppe B das nächste Spiel FC Rot-Weiß Erfurt gegen den ersten FC Biertrinker. Auch hier ein eindeutiges Ergebnis. Erster FC Biertrinker, alles klar. Rot-Weiß Erfurt kommt hier unter die Räder mit 0:5. Dann haben wir in Gruppe C der erste FSV Gröber 18 gegen die Juliana Athletik Langstrath. Da hätte ich jetzt ist überraschendes 2:2. So, wir starten mal mit dem Video von German Chris. Vor ungefähr einem halben Jahr oder so haben wir uns bereits schon mal ein Video von ihm angeschaut. Damals habe ich mich über seinen katastrophalen Musikgeschmack beschwert. Ansonsten war ich sehr begeistert von seinen Videos und ich hoffe mal, das Ganze ist so geblieben. Ich schaue immer mal wieder bei ihm vorbei und bis jetzt hat er mich nie enttäuscht und ich gehe davon aus, dass es heute auch nicht wird. Also wir schauen mal in sein neues Video rein. In diesem Video stellt er seinen Fun Cup vor. Er hat einen privaten Fun Cup für seine Zuschauer. Der Fun Cup heißt YouTube Champions Cup. Ihr könnt euch denken, er begleitet diesen Fun Cup also auf YouTube und stellt da beispielsweise die neuen Ergebnisse vor. Ja, das werden wir uns jetzt mal anschauen und ich würde sagen, wir legen nicht los. Los! Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge YouTube Champions Cup hier auf dem Online-Fußballmanager.de. Wir schauen uns den vierten Spieltag an in der Gruppenphase und wir sehen schon mal, der Fun Cup ist 10-mal geiler visuell animiert als mein Fun Cup. Herzlich willkommen zum YouTuber Champions Cup. Alle Spiele, alle Ergebnisse nur auf diesem Kanal.
Und dann stellt er dort seinen YouTube-Kanal vor, nehme ich mal an. Und dann kann man darauf klicken und gelangt irgendwie auf YouTube. Oder ich gehe davon aus, die Leute haben ihn so oder so abonniert. Jedenfalls cool organisiert, cool designt. Und jetzt schauen wir uns mal die heutigen Ergebnisse zusammen mit ihm an. Ich nehme an, das wird er jetzt tun. Zumindest verrät uns das seine sehr interessant anmutende Maus. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, meinen Mauszeiger umstellen. Weil so sieht das Ganze schon etwas cool aus, muss ich sagen. Nein, geht's. Ich mach das mal größer. So, Motor Breslau hat gespielt 3 zu 0 gegen den SD Kroatien Berlin. Da schauen wir uns doch mal das Spiel, den Spielbericht gerne an. Hier. Motor Breslau mit 57,9 zu 42,1% Ballbesitz. Man merkt es auch in den Chancen. 9 zu 0 Chancen. Das ist schon enorm. Und Also das war sicherlich nicht die interessanteste Partie, aber 9 zu 0 Torchancen bei dieser Stärkedifferenz ist schon extrem, muss man sagen, weil 59 ist jetzt auch nicht so wenig. Das war schon eine ordentliche Packung. da ja, geht es schon los in der vierten Spielminute mit einer gelben Karte für SD Kroatien Berlin. Dann in der sechsten Spielminute die erste Chance für Motor Breslau. Anton Elwood schießt den Ball übers Tor. So, dann geht's weiter, munter weiter. 14. Spielminute, die nächste Chance. Andreas Rollauer scheitert am Torhüter. 23. Spielminute, ebenfalls nochmal am Torhüter gescheitert. Andreas Rollauer. Also ich werde jetzt gleich nicht mehr ganz so oft stoppen, aber ich finde auf jeden Fall cool, wie er sich wirklich diesen Spielbericht komplett anschaut und das Ganze vorstellt. Und was ich auch witzig finde, am Wochenende haben wir so ein ähnliches Spiel in der Bundesliga gesehen. Auch beteiligt war Berlin. Also Paderborn gegen Union Berlin, gegen Hertha BSC Berlin. Paderborn schießt die ganze Zeit auf das Berliner Tor und trifft nicht. Und bis zur 23. Minute sah das jetzt ziemlich ähnlich aus. Also ich weiß nicht, ob Berlin aktuell extrem Dusel da hat. Jedenfalls Glückwunsch an die Berliner. Ohne Leistung kann man sich natürlich auch mal 3 Punkte holen. Das ist eigentlich auch die beste Methode, sich 3 Punkte zu holen, mal ehrlich. Diesen Dusel, den braucht man eigentlich, wenn man nicht absteigen möchte oder wenn man die Meisterschaft sogar holen möchte, braucht man auch schon mal ein bisschen Dusel. In dem Fall hat es dann scheinbar nicht gereicht. Und dann, kurz vor der Halbzeitpause in der 33. Spielminute, das 1 zu 0 für Motor Breslau durch Johann Penger mit einem Schuss aus vollem Lauf. Und dann steht es hier in der Halbzeitpause 1 zu 0 für Motor Breslau. Dann geht es in der zweiten Hälfte munter weiter in der 46. Spielminute gleich das 2 zu 0 durch Anton Elwood mit einem Kopfball. Und dann ist schon quasi die Messe gelesen für Kroatien Berlin. Passiert eigentlich nur noch auf Seiten Motor Breslau was hier in der 94. Spielminute Nachspielzeit. Also es ist mit einer der einseitigsten Spielberichte, die ich jemals gesehen habe. Vierte Minute so, Berlin gelbe Karte und danach so, nö, wir machen nichts mehr, wir haben jetzt hier Geld bekommen, das war nicht fair. Jetzt machen wir nichts mehr, jetzt hören wir auf. Und Motor Breslau darf jetzt hier den Rest noch hier, kommt, ja, schießt doch eure Tore. Treffen das Tor zwar fast nicht, aber okay. Dann das 3 zu 0 und dann ist es auch schon vorbei. Motor Breslau gewinnt dieses Spiel, den vierten Spieltag, verdient mit 3 zu 0 und wir gehen zurück. Ist das die PlayStation? Streamt er das an der PlayStation? Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich glaube, er ist gerade an der PlayStation. Kann das sein? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Das sieht definitiv sehr cool aus. Und würde mich mal interessieren. Hier diese Controller-Symbole kenne ich noch von der PlayStation 2. Ich weiß, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand. Aber das sieht sehr nach PlayStation aus, oder nicht? In die Übersicht. Dann haben wir die Wisper Buben, die haben gespielt gegen die Samba Tänzer. Die Wisper Buben, ja, der Titelverteidiger dieser Runde hier jetzt. 6 zu 0 konnten die gewinnen gegen die Samba Tänzer. Dann haben wir in Gruppe B Rot-Weiß St. Petersburg gegen die SV Werder Ultras und die SV Werder Ultras unterliegen mit 1 zu 0. Dann in Gruppe B das nächste Spiel FC Rot-Weiß Erfurt
gegen den ersten FC Biertrinker. Auch hier ein eindeutiges Ergebnis. FC Rot-Weiß Erfurt kommt hier unter die Räder mit 0:5. Dann haben wir in Gruppe C der erste FSV Gröber 18 gegen Ljubljana Athletic Langstrat. Da hätte ich jetzt ist überraschend, das 2:2, wie ich sage, schauen wir uns mal den Spielbericht an. Hier sehen wir 54% für Gröber und 46% Ljubljana Athletic Langstrat. Allerdings 6:5 Chancen, recht ausgeglichen, würde ich dann sagen. Und hier sieht man dann den sechsten. Ganz genau, nochmal zum Ballbesitz. Den Ballbesitz kann man errechnen anhand der Teamstärke. Das heißt, der Ballbesitz wird nicht extra für jedes Spiel quasi neu berechnet oder so, sondern wenn beispielsweise Stärke 100 gegen Stärke 100 spielt, dann ist vorher schon klar, dass beide Mannschaften einen Ballbesitz von 50% haben. Ich erwähne das logischerweise auch in meinen Videos, nur dass ihr das nochmal wisst. Prinzipiell ist der Ballbesitz vollkommen irrelevant, denn dieser steht quasi schon vor der Partie fest. Es kommt dann nur auf die Teamstärke an. Spielminute der erste FSV Gröber mit der ersten Chance. Dann 6 Minuten später die erste Chance für Ljubljana Athletic Langstrat. Allerdings hält der Torwart klasse. Dann in der 29. Spielminute die nächste Chance für Gröber. Ebenfalls hier kann der Torhüter halten. Und auch nochmal in der 41. Spielminute, kurz vor der Halbzeitpause, Keki Masudu schießt, doch der Torwart hält. Und so geht's 0:0 in die Halbzeitpause. Dann kommen die Jungs raus. Und Ljubljana Athletic Langstrat kann den Führungstreffer in der 51. Minute durch Keki Masudu erzielen. Dann 2 Minuten später die nächste Chance für den ersten FSV Gröber, 18. Den Namen hätte ich mir auch gespart. José Francisco Vázquez de Paya. Klasse Name. Dann geht's munter weiter. Schlagabtausch. Nächste Chance für Ljubljana Athletic Langstrat in der 57. Spielminute. Dann nochmal die nächste Chance 2 Minuten später. Für Luis Leitloff schiebt den Ball am Tor vorbei. Und in der 63. Spielminute Oliver Schücke mit einem Schuss ins kurze Eck, der Ausgleichstreffer für den ersten FSV Gröber 18. Dann geht es gleich munter weiter. 78. Spielminute, Fernando Edward mit dem Kopfball zum 1:2 für Ljubljana Athletic Langstrat. Und in der 90. Spielminute Sandy Schächter mit einem Schuss ins kurze Eck, der Ausgleichstreffer in allerletzter Sekunde, und somit geht das Spiel hier unentschieden aus. 2:2 trennen sich hier der erste FSV Gröber 18 und Ljubljana Athletic Langstrat. Ja, interessantes Spiel. Gehen wir nochmal zurück zur Übersicht. Dann haben wir den Hallische FC. 22 Tore an nur so einem Spieltag, und das untere kann ich jetzt gar nicht erkennen, ist auch eine ganze Menge, muss man sagen. Also da war ordentlich Betrieb hier an diesem Spieltag, in diesem Fun Cup. Ich würde sagen, das wird für den Eindruck gereicht haben. Und ihr könnt euch gerne mal selber seinen Kanal anschauen. Wahrscheinlich ist der Link nicht in der Beschreibung, weil ich es wieder mal vergessen habe. Aber ich denke mal, er wird dieses Video hoffentlich kommentieren. Ansonsten werdet ihr seinen Kanal auch irgendwie auf andere Wege finden. Also meine Freunde, das war's im heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir lassen natürlich hier noch ein fettes Like da. Und eigentlich könnten wir mal noch die Glocke aktivieren. Also meine Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Was wir dort besprechen, habe ich euch bereits mitgeteilt. Also meine Freunde, ich gehe es nicht hin.